Ja, es ist wieder Mittwoch und damit Mitarbeitermittwoch. Und heute stellen wir euch die liebe Lisa vor. Hallo, erzähl uns doch mal kurz, woher wir dich kennen. Die Theatergäste kennen mich von der Abendkasse im Theater und vom Türdienst, also vom Einlass direkt vor dem Stück. Was machst du denn eigentlich, wenn du nicht im Stahlburg-Theater bist? Wenn ich nicht am Stahlburg-Theater bin, dann bin ich hier in Frankfurt an der Goethe-Uni und mache meinen Master in Friedens- und Konfliktforschung. Wie verbringst du aktuell deine Zwangspause? Momentan schreibe ich meine Masterarbeit und bin deswegen auch trotz Corona ganz gut beschäftigt und verbringe meine Tage meistens hier zu Hause am Schreibtisch. Was aus deinem normalen Theateralltag fehlt dir am meisten? Aus meinem Theateralltag fehlen mir natürlich meine Kolleginnen und Kollegen, aber vor allem auch die Atmosphäre am Theater, die gute Stimmung und die Vorfreude auf das Stück und auf den Abend. Hast du ein Lieblingsstück auf der Stahlburgbühne? Subotext mache ich total gerne, die Mischung aus Schauspiel, Musik und Video. Ich selber bin aber noch gar nicht so super lange am Theater dabei und deswegen konnte ich auch leider noch nicht alle Stücke anschauen. Was ist dein ultimativer Anti-Langeweile-Corona-Tipp? Gegen Langeweile hilft auf jeden Fall ganz viel zu telefonieren mit Freundinnen und Freunden und Familie, für man im Alltag oft ja nicht so super viel Zeit hat und deswegen verbringe ich damit gerade ganz viele Abende. Worauf freust du dich am meisten, wenn die Corona-Zeit endlich wieder vorbei ist? Wenn Corona vorbei ist, freue ich mich total auf Veranstaltungen, die zum Sommer gehören, wie Flohmärkte zum Beispiel, aber auch einfach darauf, dass man wieder rausgehen kann und was essen und was trinken gehen kann mit Freunden. Und auch darauf, dass der Umgang miteinander hoffentlich wieder ein Stück unbeschwerter wird. Ja, und zum Abschluss verrate uns doch bitte noch deine Lebensweisheit. Keine richtige Lebensweisheit, aber vielleicht ein Gedanke zur Corona-Zeit, nämlich positiv zu denken und vor allem auch empathisch und solidarisch zu sein. Ja, liebe Zuschauer, das war's auch schon wieder mit unserem Mitarbeiter-Mittwoch. Und auch heute möchte ich euch gern darauf aufmerksam machen, dass wir eine Spendenkampagne haben, die heißt Ohne uns, nicht mit uns. Und es würde mich freuen und es würde uns freuen, wenn ihr auf diese Spendenkampagne klickt und uns ein paar Groschen da lasst. Jeder Groschen zählt. Wenn ihr diese Spendenkampagne unterstützt, unterstützt ihr das Haus, das Stahlburg-Theater. Ihr unterstützt Lisa und die anderen Mitarbeiter. Ihr unterstützt uns Künstler, die dann im Herbst, im Winter, wann auch immer es weitergehen wird nach der Corona-Krise, wieder auf der Bühne stehen können. Und ihr tragt dazu bei, dass wir alle gemeinsam irgendwann in ferner Zukunft, hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft, wieder gemeinsam wunderschöne Theaterabende erleben können. Also bitte klickt auf unsere Spendenaktion, teilt sie, lasst ein paar Groschen da, wir würden uns sehr freuen und wir unterhalten euch weiter täglich hier auf unserem Kanal.